Grüß dich und schön, dass du eingeschaltet hast. Wenn du dir eine neue Haustür einbauen möchtest, weißt aber nicht ganz genau, wie du vorgehen sollst, sprich, wie du das Ganze ausmessen sollst, wie du das bestellen sollst und am Ende, wie du das einbauen sollst, dann bist du hier genau richtig. Ich zeige dir das Ganze Schritt für Schritt. Bevor wir loslegen und das Ganze jetzt im Computer eintippen, müssen wir natürlich erstmal das Maß nehmen und das machen wir immer von innen drin. Und wir werden jetzt das Maß festlegen und natürlich die DIN-Richtung, sprich wohin die Tür dann aufgehen soll. In diesem Fall geht sie nach innen auf und es geht zur linken Seite hin auf. Das heißt, das ist eine DIN-linke Tür. Merken wir uns schon mal, dann ist es am besten, dass ihr euch mal einen Stift und einen Zettel parat legt. Dann könnt ihr nämlich gleich alles aufzeichnen. Am besten zeichnet ihr gleich die Tür auf und macht ein Dreieck rein. Die Spitze zum Dreieck zeigt immer zum Schlosskasten hin. Beim Ausmessen geht ihr jetzt wie folgt vor. Am besten nehmt ihr euch ein Maßband oder einen Zollstock, womit ihr am besten arbeiten könnt. Wir fangen jetzt mal an mit der Türbreite. Das heißt, wir fangen jetzt mal oben an, setzen an und messen das lichte Maß aus. Wir haben jetzt hier 93,2, sprich 93,2 cm oder 932 mm. Dann nehmen wir uns das Maß in der Mitte. Das hat jetzt hier beispielsweise 94, sprich 940 mm. Und unten haben wir ein Maß auch von 940 mm. Die Höhe messen wir genauso. Das heißt, wir nehmen jetzt das linke und das rechte Maß. Hier habe ich 2,2 Meter und hier haben wir 2,3 Meter. Das heißt 2,2 Meter. Und da reicht es auch, wenn wir hier einen Zentimeter abziehen oder 15 mm. Jetzt switchen wir mal ganz schnell rüber zur Webseite fensterversand.com. Unter anderem bekommt ihr auch hier Fenster, Balkontüren, Terrassentüren, Haustüren, Rollläden, Raffstore, Pergola, Markisen, Garagentore und Fensterbänke. Natürlich bekommt ihr auch hier Zubehör und ein Montageservice. Könnt ihr euch in Ruhe mal ganz bequem durchlesen. Hier sind auch die meisten Rabattaktionen immer vorne aufgelistet. Oder natürlich unter meinen Videos findet ihr das Ganze auch. So, fangen wir einfach mal an. Wir wollen eine Haustür konfigurieren. Es gibt hier Haustüren und Nebeneingangstüren. Was ich jetzt in meiner Werkstatt verbauen werde, ist eine Nebeneingangstür. Die zu konfigurieren ist recht simpel und recht einfach. Ein bisschen komplexer wird es beim Thema Haustür. Das heißt, wenn ihr eine Haustür konfigurieren könnt, könnt ihr auch eine Nebeneingangstür konfigurieren. Wir fangen jetzt einfach mal an. Haustür konfigurieren. Jetzt baut sich die Seite auf und wir haben hier ein kleines Fenster, Info und mehr Details. Klicken Sie auf Fragezeichen, um nähere Informationen zu dem jeweiligen Bereich zu erhalten. Das heißt, haben wir verstanden? Das heißt, wenn ich jetzt auf dieses Fragezeichen klicke, kriege ich mehr Informationen. Beispielsweise jetzt, aus was für Material soll unsere Haustür bestehen? Kunststoff, Aluminium, Holz. Hier habt ihr nochmal aufgelistet, was die Unterschiede sind. Das heißt, wenn wir auf das Fragezeichen klicken, wird uns das nun mal ein bisschen näher gebracht. Ich entscheide mich in dem Fall für Aluminium. Dann geht es weiter mit der Serie. Bei Aluminium habt ihr zum Beispiel einmal eine Premium-Serie oder exklusiv. Die Unterschiede könnt ihr hier nochmal lesen, beispielsweise Dreifachverglasung, drei Aufsatzbänder, hier haben wir drei Rollenbänder und so weiter und so fort. Sicherheitsverglasung bis RC2 und P4A-Verglasung. Hier haben wir eine RC3 und eine P5A-Verglasung. Sind die zwei Unterschiede. Wir bleiben aber bei Premium mit der Verglasung. Dazu kommen wir später nochmal. Dann ist die Rahmenform gefragt. So, und das Ganze ist auch hier wunderschön beschrieben bzw. bezeichnet. Elegant sehen wir hier der Blendrahmen. Der steht ein bisschen vor. Bei modern ist das Ganze flächenbündig, Kostenaufpreis hier von 68,22 Euro und bei Klassik ist der Rahmen ein bisschen, ja, kommt ein bisschen weiter raus. Ich finde es ganz gut gemacht, dass wir auch gleich sehen, was das Ganze uns mehr kostet. So können wir das wunderbar abschätzen, ob wir das haben wollen, ob wir es unbedingt brauchen oder nicht. Jetzt kommen wir zur Öffnungsrichtung und da, wie gesagt, am Anfang des Videos immer von innen nach außen schauen. So, hier wird es auch nochmal genau beschrieben, wenn ihr jetzt
außen davor steht und die Tür geht nach außen auf, ist es natürlich eine Auswärtstür, ne, die links nach außen öffnet. Und so könnt ihr euch das ganz genau durchlesen. Und in unserem Fall ist es halt so, die Tür ist die links nach innen öffnend. Das heißt, wir stehen jetzt außen, gucken auf die Tür und ihr seht das Gestrichelte. Das heißt, die Tür geht nach innen auf und die geht nach innen links auf. So, gibt es natürlich auch nach außen öffnen, ist in den meisten Fällen sehr, sehr selten. So eine Haustür geht meistens immer nach innen auf. Guckt euch das hier genau an, ne, bevor ihr irgendwie eine Tür falsch bestellt. Das ist nämlich das Allerwichtigste, mit unter anderem das Maß. Aber dazu kommen wir gleich. Dann gibt es nochmal die Türform. In unserem Fall ist es ganz, ganz simpel. Wir haben ein einfaches Türblatt ohne Oberlicht, ohne Seitenteil. Hier ist das Ganze nochmal dargestellt. Mit Seitenteil, ohne Seitenteil. Und jetzt kommen wir auch schon zur Füllung. Die Füllung ist einfach das Türmodell quasi. Hamburg, München, Köln, es gibt Leipzig ist sie auch, Stuttgart, es gibt hier ganz, ganz viele verschiedene Türfüllungsmodelle. Nürnberg, die ähnliche hatte ich letztes Jahr eingebaut gehabt, das Video verlinke ich euch mal. Genau. Wir bleiben mal bei dem Türmodell Berlin und scrollen weiter runter. Und dort kommen wir auch schon zur Außenfarbe. Verschiedene Rubriken, Topseller, Metallic, Glatt und Feinstruktur, Holzdekor. Das heißt, ihr kriegt auch eine Aluminiumtür mit einem Holzdekor. Das heißt, da ist ein Dekor aufgearbeitet mit einer Holzoptik. Wir bleiben jetzt mal bei Anthrazit, Grau, Rahl 7016. So, wenn wir jetzt innen drin eine andere Farbe haben wollen, müssen wir natürlich hier diesen das Ganze anklicken, gibt es einen kleinen Aufpreis von 498,86 und da können wir beispielsweise innen drinne weiß nehmen. Finde ich ganz toll, wenn wir jetzt innen drinne keinen schwarzen Rahmen haben, sondern einen weißen Rahmen und die Innenfarbe weiß ist. Dadurch ja, wirkt die Öffnung, das lichte Maß so ein bisschen größer. Könnt es aber auch natürlich lassen. Wir nehmen es ja mal weiß und dann geht es auch weiter mit der Größe. Und hier müssen wir unsere Angaben eingeben, wie die wir gerade eben ausgemessen haben. Wir haben hier eine Breite von 920 mm Gesamtbreite und eine Gesamthöhe von 2005 mm. Und jetzt gehen wir nochmal hier auf das Fragezeichen und dort wird euch nochmal ganz genau beschrieben, wie ihr das Ganze auszumessen habt. Und es gibt natürlich nochmal ein Aufmaßblatt, eine Anleitung zum Runterladen. Also sehr, sehr einfach und sehr, sehr toll gemacht, wie ich finde. Gehen wir weiter zum nächsten Schritt 2. Dort könnt ihr beispielsweise eure oder das Sicherheitspaket auswählen. Basic, RC1N, RC2N. RC3 gibt es auch, wahrscheinlich für Kunststoff oder Holz oder andere Füllungsmodelle. So, und die Unterschiede sind hier auch nochmal sehr transparent aufgelistet. Beispielsweise hier beim Basic-Paket haben wir eine Dreifach-Hakenverriegelung. Die meisten Türen haben immer nur eine Verriegelung. Dreifach seid ihr auf der sicheren Seite. Wer ein bisschen mehr Sicherheit haben will, kriegt die Dreifachverriegelung mit dem RC1N-Paket und eine VSG 6 mm Sicherheitsverglasung, sprich Verbundsicherheitsglas. Dann ein Sicherheitsschließzylinder, ein Aufbohrschutz und eine Sicherheitsrosette außen. So, ist natürlich alles budgetabhängig. Könnt ihr euch dann je nachdem das Sicherheitspaket wählen. Und dann gehen wir nochmal weiter. Öffnungsvarianten. Nur Schlüssel, Fingersprint und Schlüssel. Kennt ihr wahrscheinlich, ne, mit dem Fingersprint oder Code-Taster und Schlüssel. Ihr könnt natürlich auch nochmal hier raufgehen, da werden euch die verschiedenen Funktionen nochmal genau erklärt. Wir bleiben beim normalen Schlüssel. So, dann Verriegelungsart. Das heißt, wir haben hier die Auswahl. Drei Hakenverriegelung, also ein Riegel, der rauskommt, nur zwei Haken. Oder hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Haken oder drei Bolzen, die rauskommen. Also ihr könnt das Ganze nochmal anklicken und euch genau anschauen. Ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Hier haben wir nochmal eine Zusatzverriegelung, das heißt, diese typische Kette, die ihr kennt, an der Tür außen, das gibt es nicht mehr, diese Verriegelung ist hier drinne. Das heißt, ihr habt hier einen kleinen
einen kleinen Knauf, dann könnt ihr drehen, dann könnt ihr das Ganze entsperren oder einhaken und somit könnt ihr dann die Tür öffnen und die lässt sich einen ganz schmalen Grat dann öffnen und dann könnt ihr beispielsweise gucken oder fragen, wer da gerade vor der Tür steht. E-Öffner mit Tagesfalle. So, was ist ein E-Öffner? Kennen wahrscheinlich die meisten, die in einem Mehrparteienhaus wohnen. Oben in der Wohnungstür klingelt es und unten steht jemand, der rein möchte. Dann drückt ihr auf den Summer und dann geht die unterste Tür auf. Das ist ein E-Öffner, elektrischer Öffner, der quasi die Falle oder der ja die Falle betätigt, so dass die Tür dann aufgeht mit Tagesfalle. Das heißt, man hat einen kleinen Riegel hier und dann kann man das Ganze betätigen. So geht die Tür dann den ganzen Tag auf und zu. In dem Falle nicht, weil es ja eine Tür ist für mein Büro oder bei euch eine Hauseingangstür. Dann gibt es hier nochmal einen Profilzylinder. Das ist das kleine Ding, wo ihr den Schlüssel reinsteckt. K1 Expert oder K-Tech Entra. So, jetzt gucken wir mal an. Hier auf dem Fragezeichen. Hier wird auch nochmal genau erklärt, warum, weshalb. Ja, ist halt wieder eine Budget-Sache. Ne? Ihr seid auch hier mit denen gut bedient. Wer ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen will, wählt die zweite Variante. Profilzylinder mit Knaufzylinder. Das ist eine ganz, ganz tolle Variante, wie ich finde. Würde ich auch jedem empfehlen, wer Kinder hat. Eigentlich jedem, egal welches Alter. Ihr habt innen drinne einen Knauf, den ihr betätigen könnt. Das heißt, ihr braucht diesen Schlüssel nicht mehr. Das heißt, ihr geht hin und schließt einfach ab, fertig, aus. Finde ich eine ganz tolle Sache. Möchte ich haben, wählen wir mal. Benötigen zusätzliche Schlüssel? Ja, brauchen wir. Und hier könnt ihr beispielsweise die Stückzahl angeben, ne? Von 5 bis 15. Wir brauchen 5, also ein kleiner Aufpreis von 49,71 Euro. So, Kratzschutz. Lassen wir mal weg. Wenn ihr Kinder habt, kann ich euch nur empfehlen. Ist ein kleines Blech, was um den Zylinder gelegt wird. Jetzt haben wir Türbänder. Und da haben wir Aufsatzbänder in Türfarbe. Es gibt natürlich auch Rollenbänder, aber die können wir jetzt bei dieser Variante nicht auswählen. Ich vermute mal, das hat was damit zu tun, welchen Rahmen wir am Anfang gewählt haben. Bleiben wir jetzt mal bei Aufsatzbändern. Ihr könnt auch ein bisschen rumspielen, ihr könnt natürlich rausgehen, das Ganze löschen und wieder neu konfigurieren, so wie ihr möchtet. Dann haben wir zweiteilige Bandseitensicherung, das ist wieder ein Einbruchschutz. Ist nicht verkehrt, würde ich drinnen lassen. Integrierten Obentürschließer lasse ich jetzt mal weg. Das ist ein Obentürschließer, der in den Rahmen integriert ist. Das heißt, wenn die Tür auf ist, fällt sie automatisch zu. Ist was ganz Tolles, aber brauchen wir jetzt in dem Falle nicht. Außengriff. Gibt es natürlich die verschiedenen Varianten und Formen und Farben. Rundeckig, klassisch. Wir bleiben jetzt mal hier bei diesem Modell. Wir können uns das Ganze auch nochmal ansehen. So schaut das Ganze aus. Auch sehr schön gemacht hier. Einmal in Nahaufnahmen. Ist wirklich sehr, sehr getreu oder detailgetreu. Und hier können wir nochmal die Länge auswählen, ne? Je nachdem, was ihr wollt. Wir lassen jetzt mal 750 mm. Den Innendrücker können wir auch auswählen. Ob rundeckig, klassisch. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Türspion digital können wir auch nochmal wählen. Ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Da habt ihr innen drin ein kleines Display und könnt sehen, wer vor der Tür steht. Sichtwinkel von 105 Grad, LCD-Farbmonitor. Lassen wir jetzt mal weg. Dann gibt es einen Wetterschenkel von außen. Könnt ihr auch nochmal auswählen. Ihr könnt auch noch hier genau nochmal nachlesen, wie gehabt. Also wir haben überall dieses Fragezeichen. Man kann da wirklich alles ganz genau bis ins Detail nachlesen. Jetzt kommen wir zur Bodenschwelle. Also wir haben eine Aluminiumhaustür. Gibt natürlich auch eine PVC-Bodenschwelle, das ist ein Standard, oder Alu, so wie ihr möchtet. So, jetzt kommen wir zur Rahmenverbreiterung. Jetzt fragt ihr euch, was ist das Ganze? Naja, bei manchen Türen oder bei manchen Einbausituationen ist es halt so, dass man links und rechts ein bisschen mehr Platz hat. Und da braucht man vielleicht eine Rahmenverbreiterung. Und die könnt ihr beispielsweise jetzt hier auch anwählen. Ihr seht es hier zum Beispiel, das ist der normale Rahmen hier und das rot gekennzeichnete ist diese Rahmenverbreiterung. Könntet ihr jetzt auswählen und dann könnt ihr auch hier links, oben, rechts, ihr könnt auswählen, wie breit diese Rahmenverbreiterung sein soll. Das gleiche gibt es natürlich auch nochmal für den Boden, Bodeneinstandsprofil.
Das heißt, hier unten dieses rote Profil, wir klicken jetzt mal auf Ja und da können wir auch einwählen. Beispielsweise, wenn der Estrich noch nicht drin ist, es ist ein Neubau und ihr wisst, es kommt ein Estrich noch rein, Bodenbelag, Fliesenbelag, ihr braucht nochmal 70 mm mehr, dann könnt ihr das dementsprechend hier auswählen. Bei mir ist es nicht der Fall, es ist ein Altbau, können wir weglassen. Aber auch beim Altbau kann es vonnöten sein. So, Dübellochbohrung war bei mir jetzt drin, könnt ihr auch reinnehmen, könnt ihr aber auch selber reinbohren. Kostet nicht die Welt, können wir auch selber machen. Wenn ihr aber nicht genau wisst, wie die Situation, die Einbruchsituation so ist, dann lasst es vielleicht weg und bohrt es am Ende dann selber. Dann gibt es nochmal ein Pflegeset, würde ich immer mit reinpacken, ist oder seid ihr auf der sicheren Seite, ab in den Warenkorb. So, jetzt sagt er hier, ich habe da was nicht eingegeben. Benötigen Sie eine Rahmenverwaltung? Genau, ich hatte hier keine Maßnahmen gegeben. Natürlich nicht, nein. Hier auch nein. Hier ja. So, jetzt in den Warenkorb. Und jetzt müsste eigentlich auch alles richtig sein. Und unsere Tür ist fertig konfiguriert. Jetzt können wir hier nochmal eine Position hinzugeben. Material Aluminium, Serie Premium. Wir können hier alles nochmal alles ganz genau nachlesen. Unsere Außenansicht, unsere Innenansicht, wie das aussieht. Wir haben auch hier nochmal, könnt ihr sehen, die Bänder. Ihr könnt euch das ausdrucken. Ihr könnt das Ganze hier nochmal bearbeiten. Ne? Der Einzelpreis, der Gesamtpreis. Hier könnt ihr nochmal sehen, ein Mengenrabatt von 5%, Mehrwertsteuer und so weiter und so fort. So, und jetzt zur Kasse. Und dann könnt ihr das Ganze bestellen. Und dann schaut das Ganze so aus, wenn es bei euch ankommt. Und wie immer 1A Qualität. Das war natürlich nicht meine erste Haustür, die ich bei fensterversand.com bestellt habe. Ich habe mittlerweile jetzt schon, ja, das ist jetzt die dritte, die ich eingebaut habe. Und wenn du wissen möchtest, wie du diese Haustür einbaust, dann schau einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung. Da findest du das passende Video. Oder klick einfach hier das rechte Video im Bild an. Wenn du wissen möchtest, wie du ein Fenster ausmisst und bestellst, dann schaue das obere Video an. Und wenn du wissen möchtest, wie du ein Fenster einbaust, dann schau doch mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Dort findest du noch weitere Videos, die für dich interessant sein könnten.